Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet. Ich bin der Werner vom Tele-Stammtisch und möchte mit euch über meinen persönlichen Lieblingsfilm reden. Und das ist Aliens: Die Rückkehr. Ein Film, der mich jedes Mal aufs Neue packt. Egal wie oft ich ihn schon gesehen habe, er wird nie langweilig. Und das hat einfach so viele Gründe. Also, ich bin ein Fan von Action, von Science Fiction und von Aliens in jeder Form. Und dieser Film liefert das Ganze halt eben auf dem allerhöchsten Niveau. Selbst heutzutage muss man sagen, kommen Filme nicht mehr an das heran, was Aliens die Rückkehr zu bieten hat. Gerade weil man heutzutage ja sehr auf CGI-Schlachten setzt und man das in meinen Augen einfach nicht mit diesen praktischen Effekten vergleichen kann, die man in diesem Film hier zu sehen bekommt. Also wie man die Aliens inszeniert hat, die Action, das ist einfach großartig und absolut zeitlos. Es macht eine Menge Spaß, das zu sehen, dieses Spiel mit Licht und Schatten in Kombination mit Action und Science Fiction, fantastisch. Besser kann man das Ganze nicht auf die Leinwand bringen. Und auch was die schauspielerische Leistung angeht, muss man sagen, ist dieser Film großartig. Das sieht man in Actionfilmen allgemein sehr selten. Und hier hatte Sigourney Weaver in meinen Augen die beste Performance ihrer Karriere abgeliefert, ne? Also, sie hat ja danach so viele Filme gemacht, gute bis sehr gute Filme, aber hier liefert sie einfach komplett ab, egal ob es jetzt ruhige Momente sind oder ob es Action ist, ob es mal ein bisschen gruselig wird. Diese Frau spielt Ripley einfach perfekt und es ist einfach ein Genuss, ihr bei der Arbeit zuzusehen. Deswegen, ja, Action ist großartig, Inszenierung ist großartig, schauspielerische Leistung ist großartig. Und die Spannung, die dieser Film erzeugt, ist auch unglaublich packend. Also, da wird es einem nie langweilig und man sitzt die ganze Zeit einfach nur total angespannt vor dem Fernseher oder vor dem Kino und ja, kann einfach nicht mehr wegschauen. Dieser Film macht alles richtig, was man als Action-Science-Fiction-Film nur richtig machen kann und verdient von mir daher die absolute Top-Wertung. 5 von 5 Sterne gibt es von mir. Egal, wie oft ich ihn gesehen habe, wie gesagt, er wird nie langweilig. Und deswegen, ja, mein absoluter Lieblingsfilm ohne Frage. Und daher eine klare Empfehlung von mir. Schaut ihn euch an, wenn ihr noch nicht angeschaut habt. Und zum Schluss soll ich euch ganz liebe Grüße von meinen Kolleginnen und Kollegen vom Telestammtisch ausrichten. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, genießt die Zeit, esst nicht zu viele Plätzchen. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut! So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.